Ich habe mich ja vor kurzem mit wiederholenden Mustern beschäftigt in Bezug auf das Werkzeug für die vorgehängten Fassaden. Und da habe ich mir gedacht, es wäre eigentlich kein Fehler, wenn man da sich ein wenig eine Zeichenhilfe programmieren könnte. Das heißt, ich habe mir ein Teil programmiert, das dann das Muster wiederholen kann. Ich fange mal von vorne an. Ich setze das komplett neu ein. Wenn ich es einsetze, bekomme ich hier so ein etwas seltsames Teil. Hier kann ich die Größe des Musters festlegen, also einfach mit dem gegenüberliegenden Eckpunkt. Und dann kann ich Folgendes machen: die Teilung einstellen. Steuerung HTST. Ich möchte zum Beispiel in der X-Richtung 4 Teile haben. In der Y-Richtung lasse ich es mal mit 3 Teilen. Okay. Und jetzt kann ich hier diese Linien verziehen. Und ich kann oben die Randlinien dann reinziehen, die immer komplementär zu den unteren sind. Das ist ja das Voraussetzung für sein sich wiederholendes Muster. Der Winkel, der hier rausgeht, muss hier wieder reinkommen, gegenüber. Das gleiche hier. Das heißt, ich stelle mir zuerst das Rechteck, dann kann ich mir die Teilung verändern. Die Linien oben und unten gehen mit. Das mache ich links und rechts. Ich kann den Winkel verändern, links und rechts. Und oben und unten kann ich dann die Längen der Linien reinziehen, wie ich sie eben dann für mein Muster später brauche. Wenn ich das einigermaßen gemacht habe, gibt es hier noch einen Punkt. Und hier kann ich zum Beispiel, wenn ich anziehe, Linien reinziehen. Sobald ich hier anziehe, habe ich wieder eine Linie und kann die einfach reinziehen. Ganz beliebig. Momentan einmal zum Demo einmal nur 20 Stück. Also man sieht, es wird sofort alles wiederholt. Eine her. Vermutlich muss ich dann noch wesentlich mehr Linien zulassen als plus 20. Aber egal, das ist einmal ein Anfang. Man sieht, wie sich das Muster jetzt aufbaut im Hintergrund. Also man kann da völlig frei gestalten, man muss immer nur die zwei Koordinaten dieser Punkte halt verbinden. Was aber nicht so das große Problem sein sollte. Und wenn ich jetzt schaue, habe ich hier ein... Hier ist noch irgendwo ein Fehler, 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 Fehler. Woran liegt das? Hier geht das nicht mit. Da habe ich noch einen Bug drinnen. Aber immerhin, der Gedanke dahinter, glaube ich, wird mal ziemlich klar. Also hier habe ich noch einen Verschiebebug drinnen. Das muss ich noch ausmerzen. Aber immerhin, soweit funktioniert das mal. Und wie gesagt, sobald ich hier irgendetwas am Muster verändere, ist das natürlich immer so, dass durch das die Winkel durchgehen, dass man dann später keinen Übergang mehr sieht. Da bin ich auch noch nicht ganz dort, oder? Nein, das war es nicht. Hier. So, jetzt sollte es eigentlich, da ist noch irgendwo ein Fehler. Ja, witzig.
Wie gesagt, ganz perfekt ist es noch nicht, das ist mein Gedanke. Und man könnte das ja auch so eine Funktion irgendwo andenken für die Fassadenmuster, die man dann in etwa reingeben könnte. Ah, hier ist der Fehler. Jetzt ist es perfekt. So könnte so etwas funktionieren. Das ist jetzt rein einmal eine Funktionsdemo. Man könnte das jetzt noch mit anfassbaren, sind ja keine Linien da, aber man könnte es anfassbar gestalten, dass man das einfach dann sehr schnell nachzeichnen könnte oder zerlegen für ein Schraffurmuster oder wie auch immer. Also machen wir dann alles mit Linien. Mal sehen, wie es weitergeht. Schöne Tage.